Hallo liebe YouTuber, Weihnachten rückt näher und wir machen uns bestimmt alle Gedanken, wie wir den Tisch schön dekorieren und ich möchte dir aus dem Anlass ein schönes weihnachtliches Gesteck zeigen und ich zeige dir auch noch nachher, wie ich meine Tafel festlich dekoriere, weil ich bekomme ganz tollen Besuch, die Familie kommt und ich freue mich total darauf. Und erstmal als Basis für ein Gesteck habe ich die Steckmasse schon mal zurechtgeschnitten. Ich werfe die bewusst so auf den Eimer so drauf und lasse die von selber untergehen. Und währenddessen nehme ich einen kleinen Untersetzer und mache einen sogenannten Pinholder auf diesen Untersetzer drauf, weil sonst würde ja meine Steckmasse rutschen oder einfach wieder runtergehen. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Wir haben immer ein sogenanntes Knetfix. Das ist so eine, ja, ich sag mal, es sieht aus wie grüner Kaugummi. Ja, hier sieht man das auch. Damit fixieren wir diesen Pinholder auf der Basis. Ja, das ist für viele, gerade wenn die Gefäße so ein bisschen grad sind. Dieses Knetfix muss ein bisschen warm gemacht werden, dass es auch gut klebt. Sprich, so ein bisschen schön reiben. Und dann mache ich das fest hier unten drauf und drücke diesen Pinholder hier dran. Man sieht, also sitzt, ist fest. In der Zwischenzeit, genau, das Timing ist erfüllt. In der Zwischenzeit ist meine Steckmasse auch schon schön durchgeweicht. Man sieht es daran, dass sie untergegangen ist. Und den Eimer brauchen wir nicht in, unserem Video. Ja, ich setze diese Steckmasse hier auf meine Basis drauf. Schön flächig drauf drücken, nicht so mit den Fingern eindrücken, so dass die Steckmasse die Form erhalten bleibt. Ich schneide die Ecken mit einem Messerchen, schneide ich die Ecken rund, weil ich muss ja an der Basis auch schön arbeiten können und sonst kann ich die Form nicht so schön darstellen. Diese Ecken, die werfe ich jetzt auch in den Mülleimer, nicht auf den Kompost, weil die zersetzen sich nicht so gut. Ich mache eine Umrandung mit Efeublättern, Kirschlorbeer. Was der Garten bei dir hergibt, kannst du sehr gut nehmen, so dass dieser Untersetzer und die Steckmasse gut abgedeckt sind. Ja, da kann man schön große Efeublätter nehmen. Findet man auch sehr oft beim Spazierengehen oder an irgendwelchen alten Efeuhecken. Die meisten haben es doch tatsächlich im Garten und wissen gar nicht, was sie für Schätze im Garten haben. Das ist ganz oft der Fall. So, ein großes Blatt brauche ich noch. Moment. Somit ist die Basis schon abgedeckt. Ich habe so ein bisschen nadliges Grün drin. Ist eigentlich ganz schön, dass ich eins schon fertig habe, weil dann kann man auch sehen, was ich daraus machen will. Sprich, wo die Reise hingeht. Immer bei dem Grün die Nadeln abmachen. Schön schräg mit dem Messer anschneiden und dann stecken. Und das ist ein bisschen Arbeit, diese Nadeln immer abzumachen und das Ganze schön anzuschrägen. Aber der Lohn wird folgen. Und so grüne ich das Gesteck erstmal ein bisschen aus. Nicht alles vollstecken, weil ich möchte ja dann auch noch meine Blumen einstecken. Das muss man natürlich bedenken bei dem Ganzen. Und das ist zum Beispiel auch wunderschön, diese Konifere mit diesen tollen kleinen Früchten. Und auch in der Steckmasse ist es ganz gut, nicht kreuz und quer zu arbeiten, weil sonst kann ich meine Blumen nicht mehr reinstecken. So, die Grünbasis ist schon sehr, sehr schön. Jetzt stecke ich die Rosen, damit ich für die noch einen ganz tollen Platz finde in der Steckmasse. Ich habe nur drei Rosen verwendet. Das ist eigentlich gar nicht so viel und macht schon eine ganz tolle Wirkung. Den Zapfen, den drahte ich an. Den Zapfen kann man drahten, indem man durch die in der unteren Reihe den Draht hier reinführt oder dazwischen steckt und dann den Draht verdrehen. So, und schon hat man einen angedrahteten Zapfen. Wird auch für Blumensträuße sehr gern so gemacht.
Den Draht mache ich einen Tick kürzer und dann kann ich den schon wunderbar prominent platzieren, mitten im Gesteck. Was wir hier noch gemacht haben am Muster, wir haben hier diese schönen Efeublätter geklappt. Das sind so ganz tolle, dicke Efeublätter. Ich tackere die Efeublätter einfach zusammen. So, versuche, dass diese Kante so ein bisschen breit ist. Ich hätte ja gern einen schönen Effekt. Und damit ich die auch in das Gesteck schön einfügen kann, klebe ich die sogar. Weil wenn ich die jetzt mit Stiel reinmachen wollte, wären die einfach zu lang. Und so mache ich ein bisschen Heißkleber auf diese Schnittkante von dem Efeu, also auf diesen gekürzten Blättern, und drückt das hier so rein, so bis es eben schön angeklebt ist. Des Weiteren gehört natürlich noch eine schöne Kugel dazu. Da habe ich auch farblich passend Kugeln in so einem orange-braun-Ton. Die wollen nicht aus ihrer Verpackung, doch jetzt. In einem orange-braun-Ton habe ich da gefunden. Damit die Kugel aber gut sitzt, unterfüttere ich die zuerst nochmal mit ein bisschen Grün, weil ich sehe gerade, hier ist sonst ein kleines Löchlein. Und es lässt sich ja gut lösen, weil ich will ja nicht, dass die Kugel so ganz auf der Steckmasse sitzt. Ich möchte ja auch gut sehen können. Und deswegen so nehme ich ein bisschen Steckmasse, klebe die Kugel. Und also man könnte als Spielerei, falls man will, auch noch ein schönes Bändchen knoten und das Bändchen hier rauslaufen lassen an der Kugel. Optional habe ich jetzt nicht gemacht, aber so als Idee wäre das auch sehr hübsch. Nehme die Orangenscheiben, klebe sie noch dazu. Was auch noch sehr schön ist, in so kleine Zäpfchen. Ja, wir haben gerade diskutiert, weil wie man kleine Zapfen bezeichnet. Ich sage immer Zäpfchen. Wenn ihr bessere Ideen habt, wie man die am besten bezeichnet, bin ich sehr offen und habe ich gerne ein Ohr. Aber ich hätte die jetzt so bezeichnet. So, erstmal den Heißkleber ein bisschen trocknen lassen. Dieser Untersetzer, den sollte man immer mit ein bisschen Wasser füllen, weil ansonsten das Gesteck relativ schnell vertrocknet. Und die meisten Gestecke, die verblühen nicht, die vertrocknen, weil einfach die Steckmasse ziemlich klein ist für die Blumen oder für das Grün. Aber, naja, ein Orangenscheibchen klebe ich noch und dann ist es auch gut. Damit die Wohnung wunderschön dekoriert ist, habe ich natürlich nicht nur eins gemacht. Ich habe ganz viele gemacht und hier ist schon meine große schöne Kiste mit der Deko für zu Hause. Aber was ich dann genau zu Hause mache und wie ich das mache und den Tisch dekoriere und vor allem mit den tollen Servietten dazu, das kommt dann zu Hause. Und da geht es dann natürlich woanders hin. Also, dann, wir sehen uns nachher wieder. Tschüss! Also, dazwischen nochmal kurz, zu Weihnachten gibt es nicht nur tolle Gestecke auf dem Tisch, sondern es gibt auch natürlich noch für den Besuch wunderschöne weihnachtliche Sträuße. Und was so ein goldener Korallenfarn in dem Weihnachtsstrauß macht mit Zapfen, das musste ich euch unbedingt noch zeigen. Also, drei solche Exemplare kommen auch noch mit nach Hause. So, jetzt geht's aber heim. Bis gleich. So, das Essen ist fertig. Der Tisch ist gedeckt. Und ich finde die Blumen auch wunderschön auf dem Tisch. Aber irgendwie fehlt mir noch so ein kleines, schönes Detail. Ich glaube, ich habe eine Idee. Und wir gehen nochmal in die Küche. Hier noch so ganz tolle gestärkte weiße Stoffservietten. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen rumgetestet
und habe gedacht, entsprechend dem Anlass mit Weihnachten wäre es ja schön, wenn die Serviette als Smoking gefaltet wäre. Gefällt mir total gut. Und ich zeige dir mal, wie das geht, die so zu falten. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Faltart. Ich nehme die Serviette, halbiere, also mache einfach so ein Dreieck. So, dann braucht der Smoking, Moment, so rum, braucht der Smoking einen Kragen. Das heißt, ich mache so einen kleinen Umschlag, lege den Umschlag nach hinten und klappe das Revers, ja, das Revers vom Smoking, genau, das, die linke und rechte Seite nach vorne. Klappe nochmal ein bisschen um, um das Ganze, ja, es ist fast wie ein Hemdfalten für den Schrank. Und schon ist er fertig. Super. Weihnachten, Silvester oder wenn Besuch kommt, das ist eigentlich eine super schöne Art. So, die letzte Serviette wird auch noch schön vorbereitet und dann fände ich natürlich noch schön, wir sprachen ja vom i-Tüpfelchen, wenn es noch so ein paar Blümchen gibt im Smoking, das ist dann wie eine Blume, die angesteckt wird für eine festliche Gelegenheit. Und dafür habe ich auch ein paar Blümchen mitgebracht und das Ganze wird dann gleich am Tisch dekoriert. So, ich habe einfach eine kleine Blumenauswahl mitgebracht und wichtig ist, dass die Blüten ganz kurz abgeschnitten werden, weil sonst liegen die so schräg, wenn die einen Stiel haben und wenn die ganz kurz abgeschnitten sind, dann liegen die so flach. Ich habe dann so ein bisschen Rosenlaub oder ein Efeublättchen, also so ganz verschieden, was ich eigentlich da reingemacht habe. Und das kann auch mal ein Röschen sein, also das muss gar nicht so streng und gar nicht immer das Gleiche sein. Und ein bisschen Grün aus dem Garten. Ja, und das ist eigentlich schon, ich finde jetzt ist die Deko perfekt und so kann das Fest beginnen. Also ich nehme dann schon mal Platz und freue mich, dass ihr dabei wart bei meinem Video. Und wünsche euch ganz, ganz tolle Weihnachten und bedanke mich für die vielen, vielen treuen Zuschauer in diesem Jahr. Ich habe mich super darüber gefreut. Habt ein wunderschönes Fest. Bis bald. Liebe Grüße. Tschüss.